Hallo Leute, willkommen zurück zu einem kleinen Shakes and Fidget Video. Wir befinden uns hier auf S30 bei meinem Level 1 Char. Ich bin ausgeloggt und ich werde mich mal hier einloggen. Zack, und ihr könnt sehen, ich habe, wahrscheinlich steht es eh schon in der Videobeschreibung, aber ich habe über 1000 Gold als Level 1er wohlgemerkt. 1000 Gold, das ist überhaupt nicht viel. Als Level 1 ist es ziemlich viel, 1092 Gold und 64 Silber zu haben. Es gab, glaube ich, auf YouTube ein Video, wo das ein Level 1er mal 100 Gold hatte und das ist 10 mal so viel. Warum habe ich so viel Gold? Ich habe mir gedacht, so als Level 1er kann man eigentlich nichts zeigen. Eigentlich gar nichts zeigen. Und deswegen haben wir gedacht, ich tue jetzt mal Ewigkeiten damit verbringen, um Gold zu sammeln und dann skill ich das Gold weg. Und das Wegskillen ist gar nicht so extrem, wie ihr meint. Aber das werdet ihr ja gleich sehen. Schauen wir mal in den Waffenladen rein. Da ist nichts Interessantes hier drin. Und im Zauberladen ist auch nichts Interessantes drin. Ich habe hier nämlich dieses und dieses Items bereits schon mit 6 Intelligenz, genauso wie alle anderen. Ich konnte allerdings ein paar Items auswechseln. Einen neuen Gürtel habe ich bekommen mit 11 Rüstung. Eine Rüstung, also ein Brustpanzer, sage ich jetzt mal, ein gutes Magier. Ein Rock, der Morgenrock, mit mehr Rüstung. Und ich habe eine neue Waffe bekommen. Das war meine alte Waffe mit einer Spanne von 16 bis 28. Und jetzt habe ich eine Waffe bekommen mit einer Spanne von 13 bis 31. Jetzt habe ich heb mir beide auf, weil, mal schauen. Der Schaden bleibt sich hier ja gleich, weil seit dem Update mit dem Dungeon wird hier nur noch der Durchschnittsschaden angezeigt. Und mein großes Ziel ist auf jeden Fall hier eine 1000 zu stehen haben. Mindestens 1000. Und ja, und das hier, Intelligenz, möchte ich ja auf 500 bringen. Das ist viel. Das ist verdammt viel. Und schauen wir mal, ob uns das so gelingen wird. Ich habe auch neue Post. Und zwar von Fresh Haltefolie. Irgendwie kommt mir der Name auch bekannt vor. Irgendwer sagt mir das was. Ich weiß nicht, ob das ein YouTuber ist oder. Keine Ahnung, aber das sagt mir was. Der hat mich angegriffen. Level 1er. Ich habe keine Ahnung, welche Klasse ist das. Ich mache ihn auf jeden Fall im ersten Hit locker. Ja, ist klar, dass ich ihn locker kaputt mache. Ach, das ist ein Kundi. Level 1 Forever, bester Kampf. Level 4 mit Waffe. Was nur, weil ich Level 1 bin. Was? Nur, weil ich Level 1 bin. Klar. Satzzeichen FTW. Gründe, weil ich die Nummer 1 sein will. Das klappt nur, wenn ich Level 1 bin. Ja, aber ich bin auch Level 1, du Lappen. Weil die Nummer 1 meine Lieblingszahl ist. Ganz wichtig, weil Baum. Ja, weil Baum, da hat er mal recht. Und ich schätze mal, in unserer Gilde steht hier drin so. Arena-Kampf ist gleich Gildeneinladung. Ich weiß nicht, ob das die Beabsichtigung von Fresh-Haltefolie war, aber ich werde es einfach tun und ich werde ihn einladen. So. Und der Kampf war erst vor 13 Minuten, wenn ich mir das so anschaue. Und ja, dann schauen wir mal, dann dürfte der relativ fix in die Gilde kommen. Fresh-Haltefolie. Wer letztens auch, Flo Hops, hat mich auch angegriffen. Den habe ich auch eingeladen. Und genau, der hat einen ähnlichen Kampf gehabt, auch First Hit und so weiter. Also Level 1er sind für mich kein Problem mehr in dem Sinne. Genau, und jetzt möchte ich eine Thematik ansprechen, und zwar diese hier, Dämonenportal. Es gab einen Befehl, dass man das betreten kann, oder? Guild Portal. Ich dachte, es gab einen Befehl. Vielleicht hätte man den abgeschafft, weil jetzt jeder rein kann. Aber früher konnten dann Charaktere unter Level 100 auch betreten, wenn sie das den Befehl abgegeben haben. Weil normalerweise kann man erst ab 99, okay, ab 99, 100, egal, konnte man erst rein. Ich sag jetzt mal so. Wenn du eine Gilde mit 50 Level 98 hast und die kommen alle rein, dann wird sich das nicht wirklich bemerkbar machen. Dann wird das pixelige Biest nie 10% verlieren. Deswegen ist es scheißegal, wenn unter Level 100 Charaktere da auch reingehen. Wollte ich nur mal anmerken, eigentlich ist diese Grenze hier für den Arsch. Es spielt keine Rolle, weil jemand unter Level 100 macht an dem keinen Schaden. Also, das ist für den Arsch. Genau, so sieht's aus. Das andere Problem an dem Update ist, sind die Arena-Kämpfe. Ich hab's mal in einem Part angeschnitten, wo ich es verallgemeinert habe, aber noch nicht speziell
in einem Level 1er Video, glaube ich. Es ist folgendermaßen, und zwar, ich gehe in die Ehrenhalle. Ich habe sowieso gegen die hier keine Chance, weil ich viel zu weit oben bin in der Ehrenhalle für meinen Skill. Ich greife immer Leute weiter unten an. Jetzt bin ich auf jeden Fall hier in der Ehrenhalle, greife diesen Fire Cookie an und gewinne gegen ihn. Dann bekomme ich 13 Erfahrungspunkte. 13 von 400 Erfahrungspunkte sind 3,5% vom Level ab. Das heißt, ich bekomme, wenn ich am Tag meine 10 Angriffe mache, 3,5 kriege ich, also 130 Erfahrungspunkte sind 35% vom Level ab. Finde ich nicht so lustig. Nee, ist gar nicht gut. Aber es ist kein Problem für mich, weil wenn ich wirklich jemanden angreifen möchte, dann suche ich ja ganz woanders. Dann suche ich ja irgendwo bei 29.000, wo dann die nur noch so stark sind. So, hier, der ist zum Beispiel Level 15, hat über 200 Intelligenz und 4000 Leben. Den könnte ich schaffen. Wenn er nicht angefangen hätte, hätte ich ihn schaffen können. Das Problem ist, ja, das war jetzt von S4. Das Problem ist, was ich habe, ich bin viel zu stark. Ich kann sowieso nicht die hier in der Ehrenhalle auf meinem Level besiegen. Ich muss mich sowieso fallen lassen. Muss ich sowieso machen, deswegen ist mir jetzt das eine egal. Also, das ist jetzt, finde ich, das Update ist blöd, vor allem für Level an, vom Anfang für ein 1er ist es richtig blöd. Ja, dass man Erfahrungspunkte bekommt. Also der Anfang für ein Level 1er ist quasi ganz, ganz, ganz schrecklich. Gut, für mich ist es mittlerweile nicht mehr so blöd, weil der Level 1er schon fortgeschritten ist und eigentlich alles killen kann, was er killen möchte. Und ja, ich möchte es auch nochmal erwähnen, ich kann keine Post antworten, ab Level 10 ist es erst möglich. Das heißt, ihr könnt mir gerne eure Fragen per Post schicken, werde ich jederzeit beantworten, wenn es irgendwelche Fragen geben sollte. Und ich werde auch das so lange drin lassen, bis mir einer das Gegenteil beweist. Weil ich habe noch keinen stärkeren Level 1 Star gesehen. Was ich dann auch aktualisieren wollte, hier mein Reittier, ne? Ist jetzt schon bei 5500 Tage. Ich möchte ja das auf Laufzeit für immer haben, weil ich glaube, ich dann auch der erste Level 1er bin, der ein Reittier für immer hat. Also mit diesem Level 1er breche ich alle bis daher dagewesenen Rekorde, glaube ich. Möchte ich mal so von behaupten, aber das Spiel ist ja auch nicht für sowas ausgelegt, deswegen machen es die seltensten eigentlich. Und die meisten, die ein Level 1er spielen, machen ihn auf Stadtwache und weniger auf Kämpfe. Und jetzt möchte ich euch mal kurz was zeigen. 22.960 gewonnene Kämpfe. Das ist voll ganz schön viel, möchte ich mal anmerken. 22.000, wir können theoretisch auch zu meinem Level S4-Char gucken. Moment mal ganz kurz. Nein, können wir nicht. Ich kann nicht zu meinem S4-Char gucken. Da ist was anderes in Vorbereitung. Genau, also mein S4-Char, der Level 327 Krieger, hat 15.000 gewonnene Kämpfe. Der hat 22.000. Gut, den geht's nicht um Kämpfe. Der macht täglich seine 10 Kämpfe. Und gut ist, der macht mehr. Der macht viel mehr Kämpfe als täglich 10. Der macht nämlich alle 10 Minuten seinen Kampf, außer die Zeit, wo ich schlafe und in der Arbeit bin. So, jetzt schauen wir mal. Was haben hier The Grace da? Oh, er hat noch nicht mal die 10.000 voll. Noch 6.000. Also in der Top 100 brauchen wir gar nicht gucken. Die haben nicht ansatzweise die Kämpfe. Also, in den Kämpfen, was das angeht, möchte ich mit meinem Level 1er auch einen Rekord machen, und zwar der Char mit den meisten gewonnenen Kämpfen weltweit. Mal schauen, ob ich das schaffe. Ich werde mal schauen. Es wäre nett, wenn ihr mir sagt, welchen Char kennt ihr, der richtig viel gewonnene Kämpfe hat. Das müsste wahrscheinlich irgendein bekannter YouTuber sein, wahrscheinlich Dreamscape oder vielleicht sogar Spieletrend, ich weiß nicht, irgendein Account, wo der ganz, ganz oft angegriffen wird, weil man ihn noch unterstützen möchte. Kann ich mir vorstellen, dass es da andere gibt. Es müsste jetzt fast den Level 1 Char von S1, S30, S1. So, schauen wir mal. Da gab es ja hier, ich habe einen Level 1 Char. Und zwar, der hat 11.000. Ist es der, wo er angefangen hat mit dem Projekt? Ich bin mir nicht sicher. Ist es der Char, wo er angefangen hat mit diesem Extremprojekt? Könnte sein, ich bin mir nicht sicher, aber der hat am Anfang extrem viel Kämpfe bekommen. Ich weiß nicht, aber es könnte ja sein, dass er auf irgendeinem Char. Ja, das ist so ein Pseudo-Level 1er.
Also, ja, der ist mir eigentlich egal. Den benutze ich nur ab und zu, um in die Ehrenhalle irgendwie zu gucken und zu schauen, wie weit sind hier die höchsten hier, 94 Turmetagen. Sucuro hat sowieso kranke Skills, der kommt hier auf 10.000, ist ja auch egal, das ist jetzt hier ein Level 1er Video, da interessiert mich jetzt sowas nicht. Genau, weswegen sind wir hier? Ich will natürlich dieses Gold hier verskillen. Jetzt passt mal auf, wie oft ich hier auf Intelligenz klicken kann. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Der ganze Zauber ist vorbei. Ja. Deswegen habe ich auch über 1000 Gold gehabt, weil sonst hätte ich nämlich nur 5-mal skillen können. Ja, das war's. Das war alles. Ich konnte 6-mal skillen. Ja, mit über 1000 Gold 6-mal skillen. Ist nicht besonders viel, ne? Ja, gut. Und die Tränke halt noch bis nächstes Jahr. Da habe ich richtig vorgesorgt. Jo, so viel zu meinem Level 1er, ne? Ist der jetzt andere schon reingekommen? Ne, der ist noch nicht reingekommen. Ich glaube, da kommt aber noch der Fresh-Haltefolie. Naja, okay, so sieht's aus. So sieht's aus mit meinem Level 1er. Der ist jetzt um einiges weiter und mein großes Ziel für mein Level 1er ist 100.000 gewonnene Kämpfe. Und das nächste Mal, wenn wir uns sehen, werde ich um einiges mehr Kämpfe haben. Dann werde ich wahrscheinlich irgendwas um die 35.000 Kämpfe haben. Denn mein nächstes großes Ziel ist, ich möchte 10.000 Gold zum Verskillen haben. 10.000 Gold möchte ich zum Verskillen haben. 10.000, ja. Das gab's auch bestimmt noch nie. 10.000 Gold auf einem Level 1 Charakter. Ich weiß, ich bin wahnsinnig, aber ich möchte das machen. Und wenn es ein Jahr dauert, nee. Ein Jahr wird es nicht dauern, aber es wird eine Zeit dauern. Obwohl... Ich habe jetzt 22.000 gewonnene Kämpfe, das sind nochmal 13.000, also über die Hälfte. Es wird lange dauern, wenn ich daran denke, wie lange ich für die 1000 Gold gebraucht habe. Ich weiß es nicht, ziemlich lang auf jeden Fall. Schauen wir mal. Ja, so viel zu meinem Level 1er. Krankes Projekt und die zwei Skills mache ich nicht. Ich werde nämlich hier die Arbeitsstunden, komme ich jetzt bald mal auf die Hälfte, auf die 5000 zu. Dann werde ich hier 199 haben und wenn ich dann die 10.000 habe, dann komme ich hier auf die 200. Das ist okay. Das Einzige, was es jetzt noch gibt, was interessant sein könnte, ist dieser Orden hier. Ich meine, 5000 Erde ist eh schon krank, aber wenn man jetzt viele Freunde hat und einen Level 1er, dann kann man es schaffen, hier auf 50.000 Erde zu kommen, weil man jetzt einen Kampf, den man verliert, auch 20 Erde abgibt. Und deswegen wäre das vielleicht eine ganz coole Sache. Man könnte... Ich kann das nicht, weil ich zu wenig Einfluss in der Welt von Shakes und Fidget habe, aber wenn man jetzt so sagt, so ein riesen YouTuber, der sagt, ich erstelle mir Level 1er, greift mich die ganze Zeit an und keine Ahnung, dann könnte man es hier wirklich schaffen, über 20 Erde 50.000 Punkte zu kriegen. Das sind wie viel? 40 Angriffe für 1000, das sind 2000 Angriffe. Müssten es ungefähr sein, wenn ich mich jetzt nicht verrechnet habe. Weil 2000 mal 20, nein, das kann nicht sein. 2500 Angriffe müssten es sein. Dann würde man 50.000 Erde haben und somit diesen Rang hier maximieren. Mal schauen, vielleicht geht es hier irgendwann mal. Wie gesagt, wer möchte, kann sich einen Level 1er erstellen und mich hier permanent mit Post zu scheißen und seine Erde abgeben. Würde mich freuen. Dann würde ich diesen Orden auch maximieren können. Ist jetzt durch das neue Update möglich. Extrem aufwendig und dauert Jahrtausende, aber wäre möglich. Jo, genau. So viel zu meinem Level 1er. Ich hoffe, ich war nur geredet. Ich habe nur ein paar Werte gezeigt und so weiter. Aber trotzdem, wie weit sind wir denn schon? Oh, wir müssen den Part langsam beenden. Ich bin schon bei 14 Minuten. Ich kann immer noch keine 15 Minuten Videos hochladen. Das kann ich erst in ein paar Tagen. Juhu, dann geht's wieder. Und ja, ich hoffe, es hat euch soweit gefallen. Mein Level 1er Projekt hier. Ach ja, was ich noch sagen wollte, der liebe Spieletrend hat seinen Level 1 Charakter ja ein bisschen aufgegeben aufgrund dieses Erfahrungspunkte-Updates. Das werde ich nicht machen, ich werde den schön tapfer weiterspielen. Und ja, dann hoffe ich, es hat euch soweit gefallen und wir sehen uns, wenn ich 10.000 Gold auf meinem Level 1 habe. Bis dann und ciao, ciao, euer Blacky.